Willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs. Fidelity gegen die Welt. Version 11. Er wollte auch die Version 11. Fühlte sich stark genug, um gegen die Freunde des Online-Schachs sein Schach zu zelebrieren. Doch keiner hat es ihm gesagt. Denk an den Lipo-Faktor. Und bei dieser Session wird sich gezeigt haben, die Quote, ich habe das mal so geraten, so ein bisschen hier zwischendurch. Die Quote von den Zügen, die ich richtig geraten habe, von den Computerzügen und denen, die tatsächlich gemacht wurden, war erschreckend gering. Hier kam Springer E4 von Fidelity und nicht dieser öde Läufer G4. Da konnte der Fidelity da nichts mehr gegen machen. Der Lipo-Zug war geschehen und der Fidelity hatte keinen Plan mehr, was er machen sollte. Es kam sowieso oft vor und kommt oft vor bei Schachcomputerpartien, dass, ja, wie soll ich sagen, die Rochade ein wenig vernachlässigt wird, sagen wir es mal so. Da wird ihr munter mit den Damenflügelfiguren durch die Gegend spazieren gegangen, statt mal zu rochieren. Und by the way, ich habe festgestellt, das bringt überhaupt gar nichts, dieses Aufnahmeprogramm, dieses, ich habe es hier irgendwo in den Zettel liegen, also für mich persönlich, OSB Studio, das wäre ja auch nur zum, ja, so screenmäßig aufnehmen. Ich mache das ja mit dem Screen Recorder. Und schneide das aber mit dem Schnittprogramm. Und mit dem Schnittprogramm kann ich das auch gleichzeitig mit einem Audiokommentar versehen. Was habe ich denn dort im Mund? Ein Lappen? Das Problem ist, dieses Schnittprogramm hat keine Mute-Taste. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe da mal nachgesehen bei den Optionen. Da ist wohl nichts zu machen in dieser Art. Man weiß es nicht. Und diese Mute-Tasten sind auch unglaublich teuer. Man kann auch so eine Taster kaufen, mutmäßig. Da kosten die 60 Euro und so eine Scherze. Da muss ich eben meinen Kröchdrang ein wenig unterdrücken. Und das Problem ist auch, ich kann nicht ständig hier auf Stopp drücken und wieder neu weiter das Audiokommentar aufnehmen. Da kommt das Audiokommentar aus dem Tritt. Da kann man Pech haben, dass es nicht mal synchron ist, dass ich quasi hier über Züge noch spreche, die schon 5 Züge lang her sind. Und das irritiert ein bisschen, wenn man quasi über erstens E4 noch am Palabern ist, während eigentlich schon hier Läufer B5 geschehen ist. Und man sieht schon hier, diese Partie ist nicht zu retten. Den Liposan-Zug, der war zu beschissen, den er gemacht hat, den er gedacht hat zu machen. Und auch in der weiteren Session habe ich mal versucht, so ein bisschen Spaß habe zu raten, was wohl da, ja, da Fidelity wohl zieht. Meine Quote war gefühlt bei null, so ab und zu, weil ich glaube, da kann man nur die Züge richtig erraten, wenn quasi die Dame mit Schach geschlagen wird. Der König hat keine anderen Felder, dann muss der König zurücknehmen. Aber so sonst so war es doch sehr merkwürdig. Gefühlt würde ich sagen, hat der Elite 10 besser gespielt als der hier, auch der Super-Expert. Die haben, ja, das bessere Figurenspiel drauf. Ich habe so langsam die Befürchtung, das handelt sich hierbei um den Mach 4 bei dem Elite 11. Obwohl, ich meine, der Elite 11, war das der 11 oder 12? Kann auch sein, dass es der 11 war. Das ist eine Experimentalversion, quasi eine selbstgemachte. Das gibt ja auch einen Mephisto mit einem 68.060 Prozessor, irgendwie sowas in der Art, also quasi ein Eigenbau, um dann ein starkes Gerät nochmal zu konstruieren, zu Ehren Richard Lengs, ich weiß auch nicht, vielleicht war es, vielleicht auch nicht, während hier damit die 6 gezogen wird, ganz geschmeidig. Ja, wie gesagt, auch die Fidelity-Züge, die waren nicht immer so ersichtlich, dann sieht man, der gesamte Königsflügel ist doch überhaupt gleich entwickelt, aber der Damenflügel, der hat's drauf. Und hier, erstaunlicherweise verliert auch der Elite 11 hier mehr Partien als der Elite 10 und sogar mehr als der Super-Expert. Vielleicht kommt es auf die Gegner an, die hier am Start sind. Ich weiß es nicht. Ich werde ihn wohl nicht mehr spielen lassen. Das war mal so joke-mäßig, mal ja, den Elite 11 spielen zu lassen. Man darf aber auch nicht vergessen, was für ein unfassbares Geld die gekostet haben. 20.000 Mark und so eine Geschichten haben diese Geräte gekostet. Gekauft von Leuten, die entweder als Wertanlage gekauft haben, oder um protzig das Gerät irgendwo hinzustellen, während sie selber auf Level 1 dagegen immer ablosen. Oder es waren Großmeister wie Anatoly Karpov. Ich meine, der Karpov hat sich auch mal so ein Elite für 20.000 Mark geholt für die Analysen. Heutzutage ist das ja nicht mehr nötig. Gefühlt würde ich sagen, Raspberry Pi reicht vollkommen aus, um damit den alten Schachcomputern, um die quasi zu emulieren oder zumindest um mit denen den Boden aufzuwischen, wenn er da Fritz auf einen Raspberry Pi drauf haust. Dann sollte das genügen. Nicht Fritz 1, sondern Fritz 14 oder sowas. Wenn die Worte auch laufen, ich weiß es nicht. Läufer H4, die Partie geht weiter und so go on. Und der Fidelity zu seiner Freude hat einen Gegner gefunden, der nicht gut genug spielt, um ihm Paroli zu bieten. Man sieht schon hier, Läufer F4 ist auf dem Weg,
das ist eigentlich total pleite gespielt, die Stellung. Das wird auch nicht mal lange dauern, bis die Elite gewinnt. Also alles verliert die Elite auch nicht. Wir warten mal ein bisschen. Läufer E7, Läufer F4. Das droht schon gefährlich, diese Diagonalzüge. Der König zieht dann beiseite, es droht hier Springer G6 etc. Während Schwarz hier pleite geht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, das muss ja eigentlich, muss das ja übereinstimmen. Also beim Elite 10 und dem Originalgerät, da müssten ja eigentlich dieselben Züge gemacht werden. Das Problem ist, da müsste man auch zeitmäßig wieder dieselben Züge etc. pp. Machen. Aber teilweise, wenn ich das hier sehe, was er hier spielt, dann ist es für mich absolut nachvollziehbar, warum Fidelity nie wieder Weltmeister wurde. Also nach 83, nach Budapest oder ich glaube Budapest wurde er Weltmeister in Glasgow. Und auf jeden Fall, da kann sein, dass er nochmal geteilter wurde. Auf jeden Fall ab Amsterdam war da nichts mehr zu holen für dieses Gerät. Und da hat er keine WM mehr gewonnen. Und wenn man diese Partien sieht, dann ist das auch kein Rätsel, warum er da nichts mehr gewonnen hat. Dann ist es absolut verständlich, warum da nichts mehr passiert ist. Während ich hätte gedacht, D6 würde gezogen werden, der Läufer müsste ziehen und Turmschach. Stattdessen zieht der Springer, da war wohl irgendwas, was der Aleppo wieder nicht gesehen hat. Und Turmschach und Matt im nächsten B8. Der Läufer muss dazwischen, wird geschlagen mit Schach. Dann König B7. Das war einer der Züge, die der Aleppo mal für den Gegner erraten konnte, weil der einzig mögliche. Und dann Turm B8 Matt. Der Gegner hat hier leider aufgegeben, sich das Matt nicht mehr zeigen lassen. Man sieht noch 2306 und hier das Flankengambit von Weiß mit Läufer B2. Eine Nebenvariante. Während D5 kommt. D5 schlägt Dame, D5 schlägt Springer F3. Es wird sich weiterentwickelt. Springer C6, der Damenflügel muss natürlich zuerst entwickelt werden. Nach der Logik von Fidelity ist es unabdingbar, dass zuerst der Damenflügel entwickelt wird. Das ist auch vollkommen selbstverständlich, vollkommen einsichtig und vollkommen klar. Dame E6 natürlich. Er blockiert sich erstmal geschmeidig den E-Bauern. Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich weil es ein Schachgebot war. Teilweise habe ich das Gefühl, dass solche Schachgebote auf der E-Linie, auch mit Dame E7 Schach und solchen Geschichten, dankbar gezogen werden, Schach gesehen, Schach gegeben. Ich hätte doch eher Dame A5 gezogen, um E6 noch ziehen zu können. Also Dame E6, dem würde ich glatt ein Fragezeichen geben, den Zug. Jetzt schon D5, D4. Jetzt, ja, muss man schon den Flickwerk machen. Es droht schon. Ja, ich weiß nicht, ob D5 jetzt so gefährlich droht, aber es ist nicht drohend. Ja, Dame D6 ist ja schon geschehen. Dame muss aber beiseite ziehen. D5 greift diesen Springer an. Man sieht es schon. Der Königsflügel komplett nicht entwickelt, also von, sagen wir mal, von der Öffnungslogik kamen die Geräte nicht viel drauf. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es für manche unverständlich gewesen sei, dass das Gerät, was vorher den totalen Crap gezogen hat, dann plötzlich den Hammer rausholt, die fünfzügige Mattkombination rausposaunt. Und dann, wenn man so Züge wie Dame E6 zieht, ist das nicht so verständlich. Hier wird das mal weggetauscht. Ja, die Dame muss ja ziehen, zieht nach A6, um vielleicht ihre Ruhe zu haben auf A6. Dame B6 wäre vielleicht auch denkbar gewesen, dann wäre aber Läufer D4 gekommen, die Dame auf angreifen. Und deswegen war das wohl nicht so machbar. Mit der Idee Läufer B5 auf Läufer E2, der Turm besetzt die E-Linie gegen den König. Und man sieht schon hier das Drama. Springer F6 ist gar nicht möglich, wegen Springer, weil er Läufer schlägt. Deswegen, wenn der Springer schon nach A6 ziehen muss, weil es das einzige Feld ist, wo er sich überhaupt hinbegeben kann, dann ist hier etwas verkehrt gelaufen, dann ist etwas in den Teich gefallen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Alles verkehrt gelaufen, alles krumm und schief, die Partie sieht nicht mal so gut aus. Ich weiß nicht, ob hier, ja, E7 schlägt vielleicht oder solche Sachen. Irgendwie hat diese Stellung den Hauch des Kaputten hier schon an sich. Das sieht schon reichlich tot aus hier, die Stellung. Da muss schon die Figur geopfert werden, um überhaupt trochieren zu können. Also ich würde mal sagen, Dame E6 schlägt, ist hier der klare Verlustzug gewesen. Die Dame soll nicht so oft hin und her ziehen, dann E6 vielleicht, Springer F6, Läufer E7, Rochade. So logische Dinge, die für uns eigentlich so logisch sind, die sind für den Computer wohl nicht so logisch. Ja, und Dame D5, Dame F5, die Figur muss geopfert werden, um überhaupt noch zu überleben. Da ging es nicht mehr um besser, schlechter stehen, es ging einfach ums nackte Überleben hier. Die Türme werden auf die offenen Linien postiert, um eventuell was zu erhoffen. Aber ich glaube, so viel ist da auch nicht drin. Ich glaube nicht, dass hier in Fritz 14 irgendwelche taktischen Varianten sehen würde. Ja, wir warten. Ja, es droht ja Matt auf G7, deswegen der Läufer zurück. Das muss abgesichert werden, dieses Matt. Das lässt der Fidelity nicht geschehen. Ja, und wir warten noch ein wenig. Der Gegner ist noch online, wie der Lippo zärtlich geprüft hat. Der Fidelity läuft, das Schweiß, die Prozessoren herunter.
Flucht so leise, verdammt, doch noch online. Läufer D3, während die Harfe gespielt hat. Ich bin an den Popschutz gekommen von meinem Mikro. Springer D5, Turm C1. Es geht Schlag auf Schlag. Die Anturm wurde weggetauscht. Springer B4. Die Dame muss weichen. Ist jedoch angegriffen. Der nächste Feld. Turm schlägt. Turm C8. Es sieht nicht gut aus. Turm D8. Das muss gemacht werden. Der Läufer war gefesselt. Es drohte also matt auf G7. Und die Dame schlägt. Und der Gegner muss plötzlich hier, die Uhr klingelt für mein Essen, aber das ist egal, ich lasse sie einfach klingeln, ich lasse es einfach laufen. Das ist so spannend hier. Der Gegner muss wohl auf Toilette, hat aufgegeben, however. Und hier Springer F3, Läufer G4. Ich würde in der Partie doch nicht aufgeben, sondern nach dem Motto, was ein Arschloch, er gibt einfach nicht auf, ich gebe auf. Vielleicht wird auch Remis anbieten, hat den Button nicht getroffen. Ist alles schon mal vorgekommen. Ich habe auch schon mal bei Schach.de vor vielen, vielen Jahren, wie eine Kuh, wenn's donnert, zugeguckt, wie die Uhr abläuft, immer weiter, bis ich erstmal gerafft habe, weil sie selber am Zug war. Meine eigene Zeit lief ab, aber das kann immer passieren. Springer F3 schlägt Schachutz und Dame schlägt zurück. Endlich mal eine Züge, einer der Züge, die auch Lippo erahnt hat, dann mit dem Bauern wieder nehmen. Und Dame B7 schlägt, da kann nicht widerstanden werden. Das ist das Problem dieser Rechner, dass solche Bauern auch dann geschlagen werden, wenn der gesamte Königsflügel noch gar nicht entwickelt wird. Und dann wird die Partie einfach ja, in den Keller gespielt. Ich habe sogar das Gefühl, bei diesen Fidelity-Geräten, da wäre Positionsverständnis an dem vorbeigegangen. Übrigens Springer C4, Dame D5 und dann, ja, Springer B6, dann wird das abzuschlagen sowieso nicht. Dame E4 besetzt die E-Linie, während Schwarz lange grübelt, soll ich aufgeben oder soll ich es nicht? Brennt im Keller noch das Licht? Reime ich jetzt ein Gedicht, während ich weitergucke. Nach dieser Partie noch eine Partie, dann war es das schon, dann haben wir es wieder überstanden hier. Man sieht links wunderschön, wie die Zeit abläuft vom Fidelity Elite mit dem gewohnten ja, Spanplatte lackiert Design, wie ich es zärtlich nenne. Dame E4, Turm E4, Läufer nach C5, Läufer E3, er tauscht jetzt noch weiter ab. Er hat ja die beiden Bauern mehr, zwei mehr Bauern. Das ist eigentlich nichts, womit man aus dem Aljechin rauskommen möchte. In dieser Partie ist der Gegner lange genug in der Theorie geblieben, damit der Fidelity nicht die Chance hat, Crap Totale zu spielen. Besetzt die D-Linie, Turm D8 und Turm D1, will den Turm wegtauschen. Figurentausch ist immer gut angesagt, wenn man so viel Material mehr hat. Bei Materialmehrheit logischerweise Figuren tauschen, bei Materialminderheit Tausch vermeiden. Genauso als wenn man, wie wenn man auf Angriff spielt, eine Angriffspartie spielt, mit Angriff auf den Königsflügel, whatever, dann sollte man vielleicht auch nicht unbedingt alle Figuren tauschen, während die verteidigende Seite natürlich die Figuren tauscht, weil dann immer Angreifer dezimiert werden. Und genau wie die Logik, dass wenn ich Material opfere, dass das auch zurückgeopfert werden kann. Das heißt, wenn ich zwei Figuren opfere für einen Königsflügelangriff oder einen Königsangriff und der Gegner gibt eine Figur zurück und der Angriff ist total abgewehrt, nichts ist mal los, dann hat man quasi eine Figur noch weniger, aber darum geht es ja nicht. Hier geht es ja um die beiden Mehrbauern des Fidelity, Aufwuchs, Gebon und hier nun die wahnsinnig gute Partie hier. Die letzte Partie, auch wieder verloren, ohne den Lipo-Faktor, die erste verloren, die letzte verloren. Man kann es gar nicht glauben. Wie war nochmal der Preis, flüstert der Exklusiv hier rüber. Ich muss mal den Exklusiv hier mal gegen den spielen lassen, den, die beschleunigte Version, also die 18 MHz Version, einfach mal spaßhalber, dass er auch ja, kaum zu glauben ist, dass der Mach 4, die 32-Bit-Version, ich erzähle es immer wieder, bei der ersten Computer-Olympiade gegen den Rebell, die hießen ja immer Rebell, die hießen also nicht MM4, 5 etc., sondern hießen alle Rebell bei diesen WMs, die getunten Version, gegen die getunte Version verloren hat, welcher dann die Computer-Olympiade gewonnen hat, die erste, also das ist auch vorgekommen, dass Ed Schröder mal gewonnen hat. Er hatte nicht immer Pech. Und Trochade hier, es geht hier Schlag auf Schlag. Der Computer trochiert, das wird vom Lippo schon abgefeiert. Das sind so typische Züge, die machen Computer. Dame A5 Schach zum Beispiel. Da Mach 4. Obwohl, das Mach 4 Programm kann es nicht sein, weil da Mach 4, der neigte doch viel, viel mehr zu Randspringerzügen. Da konnte man meinen, die Springer, die lieben den Rand, während es hier weitergeht. Es wird gespielt, gespielt und gespielt. Springer D4 und Springer E7. Da ist wieder was verkehrt gelaufen. Vermutlich ein Fidemeister, der hier spielt, es besser weiß. Die strategischen Feinheiten des Schachspiels durchaus zu schätzen weiß. E5 greift diesen Springer an, der wird weggetauscht und der Bauer schlägt. Er möchte wohl nicht den Springer in der Festung haben. Und ja, Springer schlägt und Turm schlägt. Es droht ja auf D8 das Schach.
Deswegen kann die Dame nicht zurücknehmen. Aleppo hatte geschmeidig gewartet auf die Kombination des Tages. Es kam nichts. Es gab keine Kombination des Tages. Es gab nur die Grütze des Tages. Und während hier Läufer B7 die Partie noch herrlich weitergeht. Ich hätte vielleicht F6 gezogen. Was spricht denn gegen F6? Ja, er macht jetzt eine Fantastico-Kombination. Kann nicht geschlagen werden wegen Mattus. Und Dame E2. Ich frage mich wirklich, was gegen F6 gesprochen hat. Einfach die Dame mal angreifen und dann hier weiterspielen, anstatt auf so eine, ja, Hoffen- und Beten-Kombination zu spielen. Turm D1, der wird weggenommen, mit Schach zurückgenommen. Der Läufer hängt immer noch auf B7, ja, geschmeidig herum. Der muss natürlich irgendwas passieren. Die Dame D4 droht hier. Ja, Dame E4 schlägt Schach auf Springer B7, nebst Dame B7 schlägt. Der Läufer zieht beiseite, Springer E6, ein wunderbares Opfer hier. Der Läufer wird genommen, der Doppelbau wurde angeprangert hier. Der E5-Bau ist schwierig zu decken, da der Turm ja nicht zu Hilfe kommen kann. Das hat der Fidelity bestimmt übersehen. Und Turm C2, ich frage mich, warum nicht Turm E6 schlägt, wahrscheinlich wegen der Festung. Und Turm E8, das war wohl, obwohl da wäre ja G4 gekommen, obwohl, ja, was auch immer, Dame G4, whatever, wurde nicht gemacht. Dame E5 schlägt, Turm E5 schlägt und das ist hier, man vermag es kaum glauben, das wird vom Fidelity verloren. Da kann man nichts machen, auch wenn die Zeit immer knapper wird und da Lippo hier später den Lippo-Faktor noch hinzuzieht, es war trotzdem verloren hier. Es wurden quasi die Züge gemacht, die der Fidelity sowieso gemacht hätte. Es ist halt keine Endspieldatenbank. Ich frage mich, ob, wie weit die Endspieldatenbanken heutzutage sind. Das wären ja 2, 4, 6, 8, 10, 12, ich glaube 14 Steine gibt es noch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was die Maximalzahl ist. Das letzte, was mir bekannt war, waren 8 Steine, obwohl das gibt ja schon hier Speichermöglichkeiten, Hashtable etc. Da wird quasi in Echtzeit eine Datenbank, glaube ich, erstellt von der Stellung, die auf dem Brett ist. Das könnte ich mir vorstellen, sind Hashtables, dass quasi in Echtzeit eine Endspieldatenbank erstellt wird und dann spielt man aus dieser Datenbank. Das bei den heutigen Geschwindigkeiten errechnen, ist das ja absolut möglich. Man muss nicht mal alle Stellungen speichern. Man geht einfach von dieser Stellung aus mit allen möglichen Zügen und macht dann in Echtzeit eine Endspieldatenbank. So denkt sich der Lippo das, aber ich bin nur der Lippo. Turm D6 hier schon, es droht schon. Ja, F5 droht ja noch nicht so wirklich. A4 und König B4. Das ist eigentlich schon total verloren. F5 und Turm nach G5, F6 und der Bauer fällt. Der Lippo hat sich schon gefreut. Vielleicht ist es doch noch was zu retten hier. Vielleicht, das ist ja möglich. Turm, ja, und Turm Schach und Turm F4. Und da ist nichts zu machen. Mit dem Turm weniger kann man sich weiterspielen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Verabschiede mich. Nächstes Mal kommt dann Novak dran. Danke fürs Ansehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.